Noch ein paar Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Im Flugzeug habe ich die Kontrolle nicht. Und dann plötzlich beginnt das, die Flugangst, wenn ich drin sitze, die Verkrampfung im Bauch. Schweißnassen Händen, weichen Knien, ich bin in Tränen nahe. Und dann bete ich ununterbrochen, ist auch neu. Meine Gedanken kreisen nur noch, wird es noch schlimmer, wird es noch schlimmer. Ich bekomme richtig Panikattacken und habe eigentlich Todesangst. So, herzlich willkommen in einem Großraum-Cockpit A340. Ich erwarte mir von diesem Seminar, dass meine Flugangst verschwindet, so wie sie gekommen ist. Dieser Film ist nicht nur eine ganz tolle Möglichkeit, Einblick zu bekommen in die Lufthansa-Seminare, die wir hier machen, sondern auch die Beispiele gleich in der Praxis erklärt zu bekommen. Das heißt also, Sie bekommen ein bisschen weniger Theorie, als wir es im Seminar tatsächlich dann machen, aber dafür umso mehr Praxis, die in ganz vielen Jahren Erfahrung von Pilot's Eye auf zahlreichen Flügen gesammelt wurde. Einen typischen Teilnehmer für diese Flugangstseminare gibt es eigentlich nicht. Typisch heißt einfach nur, dass Menschen mit Bedenken und Ängsten diese auch auf das Fliegen übertragen. Man darf sich von der Angst nicht in den Griff kriegen lassen, sondern muss die Angst in den Griff kriegen. Da habe ich heute den ganzen Tag dran gedacht. Wichtig ist, dass man lernt, die Angst zu kontrollieren, indem man sich an eigene Stärken erinnert. Lernt, dass man auch Kontrolle über den eigenen Körper hat. Hallo, mein Name ist Martin Vögli, ich bin der Kapitän auf diesem Flug von München nach Hamburg und ich freue mich ganz besonders, heute 12 Menschen an Bord zu haben, die Tschüss zu ihrer Flugangst sagen werden. Lufthansa 490, Wind 310 degrees, 9er Knots, runway 25 right, cleared for takeoff. Ja, hier ist der Conny, er ist zuständig für Starts und Landungen. Takeoff. Ich möchte Sie einladen, zusammen mit mir, um dieses Flugzeug zu gehen. Ich möchte mit Ihnen sehr viele Geräusche vorführen. Geräusche, die Sie jetzt noch nicht kennen, aber am Ende dieses Filmes auch erkennen und wiedererkennen können. Und ich hoffe, dass es Ihnen in Zukunft das Fliegen ein wenig entspannter machen wird. Recht herzlich willkommen in München, meine Damen und Herren.